Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part haben wir jetzt fürs Erste alle Welten von alle Galaxien der ersten Welt abgeschlossen. Und ja, doch, wir haben bisher auch alle Kometenmünzen. Das ist schön. Ich glaube auch, wenn wir jetzt das hier geschafft haben, dass wir vielleicht sogar den ersten Schabernack-Kometen bekommen könnten. Aber ich bin mir nicht absolut sicher. Ich könnte es mir nur gerade gut vorstellen. Auf jeden Fall ist jetzt Bosskampfzeit. Und ich muss noch kurz meine Stoppuhr neu starten, sich gerade. So. Gut. Bowser Juniors Flammenflotte wartet auf uns. Und natürlich wollen wir dorthin fliegen. Ich bin auch gerade am Überlegen. Hatte die nicht sogar einen Secret-Stern? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich denke, wir werden es feststellen. Auf jeden Fall haben wir hier Cola Carambolus Bauchringkur. Was könnte denn ein Cola Carambolus sein? Sicherlich werden wir es erfahren. Auf diesem Sender. Typisch Bowser-weltmäßig haben wir natürlich zum einen eine epische Musik und zum anderen viel Lava, wie sich das gehört. Und diese Typen, die Helme tragen. Weshalb wir sie erst umwirbeln müssen, bevor wir sie besiegen können. Einfaches Prinzip. Und da sehen wir schon die Kometenmünze, wie sie außerhalb unserer Reichweite vor sich hinschwebt. Finde ich irgendwie nicht nett von ihr. Aber vielleicht können wir sie ja doch noch überreden, zu uns zu kommen. Wir können die übrigens nicht kaputt wirbeln. Das heißt, wir können sie natürlich auch nicht in Sternteile verwandeln. Sondern wir müssen auf diese Helm-Typen draufhüpfen. So. Damit hätten wir schon mal das Problem Kometenmünze gelöst. Nächstes Problem, Magikoopa gelöst. Das war gut. Das wollte ich so jetzt nicht, aber hey, wenn er schon so schön unter Mario spawnen will, dann muss er halt auch damit rechnen, dass sowas passiert. Drücken wir doch mal am Hebel. So. Bowser Juniors Gesicht ist weg. Dafür sind hier überall noch Statuen von ihm. Er kommt ganz nach seinem Vater, muss man echt sagen. Früher war alles voll von Bowser-Statuen. Natürlich muss Bowser Junior auf diesem Zug aufspringen. Irgendwann wird es kommen, das große Spiel, in dem... Wobei, nee. Quatsch. Es gibt schon ein großes Spiel, in dem in dem Bowser Junior der große, böse Ober... Nee, Moment. Bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, nee. In Yoshi's Island ist Baby Bowser der große, böse Oberschurke, nicht Bowser Jr. Das heißt, es gibt noch kein Spiel, in dem Bowser Jr. der große, böse Oberbösewicht ist. Aber irgendwann wird es sicherlich kommen. Spätestens dann, wenn Bowser in Rente geht. Und irgendwann dann zu seinem Sohn sagt, ich gebe jetzt den Stab an dich weiter, Sohn. Ab jetzt musst du, Prinzessin Peach tausende Male entführen. Falls du Tipps zum Thema Prinzessinnen entführen brauchst, dann frag doch mal den Ganondorf. Der macht das auch ganz oft. Und schon seit vielen, vielen Jahren. So, und ich sehe gerade, wir können auch die Magikoopa nicht in Sternteile verwandeln, sondern auch nur in Münzen. Okay, und wir haben hier einen Max-Kraftpilz, den wir hier einfach so leichtfertig geschenkt bekommen. Was könnte uns da vorne wohl erwarten, wenn wir hier schon einen Pilz bekommen? Doch wohl nicht etwa ein Planetoid? Es ist Bowser Junior. Du bist also wirklich so weit gekommen. Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Cola Carambolus, dein Abendessen ist fertig, aber denk daran, auf deine Bauchringe aufzupassen. Er kommt echt total nach seinem Vater. Immer schön offensichtliche Schwachstellen. Und am besten noch drauf hinweisen. Rums. Das ist Cola Carambolus. The Mighty Dragons. Der übrigens ein paar Bauchringe hat. Und es ist Bosskampfzeit. So, Cola Carambolus befindet sich noch außerhalb unserer Reichweite leider. Das wird sich aber schon bald ändern. Nämlich jetzt. Und jetzt wollen wir im Endeffekt einfach nur
seine Bauchringe kaputt hauen. So viele wie möglich und so schnell wie möglich, denn das tut ihm ziemlich weh. Und macht ihn dabei auch noch immer saurer. So, im Endeffekt kein sonderlich problematischer Bosskampf. Wir weichen ihm aus, während er hier in den Planetoiden reinbeißt. Warten, bis er hier die U-Bahn macht. Und bis sein nächster Bauchring hier auftaucht und wollen dabei... Wow, aufpassen, dass er uns nicht beißt. So, einen haben wir erwischt. Zwei fehlen noch. Alles kein Problem. Man muss halt gerade mit den hinteren Bauchringen echt aufpassen, weil er halt irgendwann wieder ankommt. Und hier meint, groß zubeißen zu müssen. Aber das hat sich wohl damit wohl erledigt. Und Colacarambolos geht. Mit einem Knall. Kravums. Und es ist ein großer Stern. Aber natürlich wollen wir erst noch schnell hier die ganzen Sternteile haben. So. Kein sonderlich problematischer Bosskampf. Vor allen Dingen nicht, wenn man den Max-Kraftpilz vorher eingesammelt hat. Und wir bekommen einen großen Stern. Großen Stern, großen Stern, großen Stern erhalten. Sehr schön. Und dafür gibt es natürlich auch eine Sequenz. Denn wir haben den ersten richtigen Endboss des Spiels besiegt. Und der große Stern versorgt uns nicht mit Energie, sondern öffnet uns ein Tor in die Weiten des Universums. Ein Weltentor wurde geöffnet. Und wir haben einen großen Stern erhalten und eine Kometenmünze und viele Sternteile und ganz viele Münzen und jede Menge Zeug. Du hast es geschafft, du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig, die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach der dir kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Weiter geht's, auf durch Raum und Zeit in eine noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Ja, los, Raumschiff Lapras, du bist dran. Da war er wieder, der Lapras-Ruf. Und damit sind wir in der nächsten Welt. Ach, diese Musik. Wow, sieh dir das mal an. Eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus. Du bestimmst den Kurs. Volle Kraft voraus ist gut. Wir können momentan nur eine Welt ansteuern. Und zwar die Puzzleplankengalaxie. Oh, ich glaube, hier bekommen wir auch wieder gute Musik zu hören. Und wir haben keinen Schabernack-Kometen freigeschaltet. Ich denke mal dann, dass es bei 10 losgehen wird. Einfach, weil das so das typische Muster wäre. Und hier haben wir das Geheimnis des Bilderrätsels. Der erste Stern der Puzzleplankengalaxie, in der es, glaube ich, auch einen Secret-Stern gibt. Auf jeden Fall haben wir gerade kurz die Kometenmünze aufblinken sehen. Oder gab es hier einen Secret-Stern? Irgendwie habe ich was im Hinterkopf, aber ich nagel mich jetzt mal nicht dran fest. Auf jeden Fall haben wir hier eine Galaxie, die fast komplett aus Holz besteht und die diese Platten hier hat, die wir reinstampfen können. Und wir haben, wie schon gesagt, tolle Musik. Das war daneben. Und wir haben hier Sternteile. So, was willst du mir erklären? Kleiner Tipp, drücke in der Luft. Ach so. Nein, danke. Ich weiß, wie die Stampfattacke funktioniert. Und zwar, wenn die Kamera sich dann mal drehen möchte. So. Gut. Aber das sind natürlich nur die kleinen Fische. Wir wollen natürlich die geballte Macht von Marios Stampfattacke sehen. Und deshalb stampfen wir jetzt auch diesen riesigen Holzklotz hier nach unten. Und hier haben wir einen alten Bekannten aus früheren Spielen, nämlich Wiggler. Und Wiggler, der mag es gar nicht, wenn man das hier macht. Außer man hüpft schnell genug auf ihn drauf. Aber wie wir Wiggler kennen, kann er natürlich auch anders. Werden wir auch gleich zu Gesicht bekommen.
Ha, ich mag diese Musik. Wiggler böse, Wiggler sauer, Wiggler schneller als ich, verdammt. So, schubsen wir ihn nochmal um. Oh, besiegen wir ihn mal kurz. Wir wollen nämlich Musik machen. Oh! Zwar ich extra ruhig, damit das ganze Lied hört, aber dadurch, dass ich Wiggler erst töten musste, war es leider zu spät. Aber wir werden dieses Lied noch öfter hören. Ah. Gute alte Super Mario World Musik. Auch ein Projekt, das ich irgendwann mal noch vorhab. Ich weiß nur noch nicht wann. Denn ich möchte Super Mario World natürlich auch zu 100% machen und ich sehe gerade, was es mit dem Secret Stern auf sich hat. Haben wir nämlich einen Münzlupper. Wie viel will der? 70, das könnten wir hinkriegen. Gut, gucken wir mal, denn auch hier haben wir wieder so ein Münzen-Minigame. Wenn ich das schaffe, könnten wir es vielleicht noch schaffen, obwohl ich jetzt ein paar Münzen übersprungen habe. So, auf jeden Fall zum Thema Mario World. Ich will es auf jeden Fall mal machen, aber ich weiß noch nicht genau, wann ich das am besten mache, denn ich möchte natürlich Mario World auch zu 100% machen und Mario World zu 100% könnte für mich ein bisschen anstrengend werden, weil ich's... Ja, das Spiel hat viele, viele Secrets und ich muss wahrscheinlich erstmal das Spiel selbst nochmal spielen, um mich wirklich wieder voll auszukennen. Weil ich es schon ewig nicht mehr gespielt habe und erst recht nicht zu 100%. So, bei wie vielen Münzen sind wir jetzt? 54? Ah, das wird nicht reichen. Das wird zu knapp, glaube ich. Da habe ich zu viele Münzen übersprungen. Aber wir können es ja mal nochmal versuchen. Okay, hier kommen Sternteile raus. Das ist schon mal nicht förderlich und ich wäre fast in die Kreissäge reingerannt. Wieder erwartens ist es natürlich kein Insta-Kill in eine Kreissäge zu laufen. Oh, Moment. Nee, reicht nicht. Schade, dann eben beim nächsten Mal. Jetzt rammen wir erstmal diese Blöcke in den Boden. Wobei, vielleicht gibt es noch Münzen, wenn ich hier das hier umsetze. Nee. Okay, dann halt beim nächsten Mal. Dafür kommen wir jetzt hier hoch zu diesem Sternring und können der regulären Mission weiterfolgen. Wir kriegen hier einen Save Point und jetzt wird's lustig, denn jetzt kriegen wir quasi so eine Art kleines Zeitlimit, weil diese Sägen hier anfangen, nach und nach die komplette Welt zu zersägen. Das ist natürlich der offensichtliche Nachteil an einer Welt, die komplett aus Holz besteht. Wenn natürlich diese Welt außerdem auch noch komplett aus Sägen besteht, das ist nicht gut. Ich glaube, die Säge... Nee, die Säge da oben läuft noch nicht. Okay, das ist gut. Die hätte uns jetzt nämlich einfach wegsägen können. Auf jeden Fall, eine Welt voller aus Holz und eine Welt voller Sägen ist eine etwas ungünstige Kombination. Und von diesen blauen Viechern wollen wir nicht erwischt werden, sonst können wir nicht mehr anständig springen. Jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's erst so richtig knapp. Aber das sollten wir schaffen. Und wir haben's auch geschafft. Södala, wir haben hier wieder einen Händler-Luma. Aber auch dieses Mal denke ich, dass wir ihn nicht brauchen werden und die Sternteile besser aufgehoben sind, wenn wir sie behalten. Auf jeden Fall Händler-Luma. Was könnte das nur bedeuten? Doch wohl nicht etwa, dass hier ein Bosskampf entsteht, wenn wir dieses ominöse Schiebepuzzle hier vollenden? Bestimmt nicht. Und Mario, würdest du bitte von der Schwerkraft beeinflusst werden, so wie du sollst? Eigentlich bin ich wahnsinnig schlecht in Schiebepuzzles, aber das hier ist so simpel, dass selbst ich es kann. Das finde ich irgendwie nett von Nintendo. Es gibt durchaus Spiele, die Nintendo zeigt, dass sie Schiebepuzzle auch anders können. Aber das ist echt, diese Schiebepuzzle, die sind für mich wie dieser Zauberwürfel. Den kann ich auch überhaupt nicht. Oh, mehr Sternteile. Dann gucken wir doch mal, was jetzt gleich passiert. Wir haben einen Käfer gebastelt. Wir haben ja einen Doppelkäfer. So. Den wir, hoppala, ich dachte, das hätte getroffen, aber es hat nicht. So, einfaches Prinzip, der Dash darf uns zu.
Und wir wollen ihn zerstampfen. Und jetzt, wo das kleine Käferchen weg ist, ist der ein bisschen aggro. Aua. Ich hätte ein Stück nach vorn hüpfen sollen. So, er dreht hier ab. Und das war's. Keine besonders schwere Mission. Im Endeffekt nur... also keine Mission. Kein sonderlich aufwendiger Miniboss. Ich glaube, war das in Galaxy 1? Ich glaube, es war in Galaxy 1. Da gibt es auch eine Version dieses Bosses. Da ist der aber ein bisschen fieser. Wenn ich mich gerade richtig erinnere. Oder bin ich da gerade bei... Ich weiß es nicht mehr. Es gibt diesen Boss auf jeden Fall auch in Galaxy 1. So, wir haben 8 Kometenmünzen. Und wir haben ein weiteres One-Up. Und wir können jetzt weiterfliegen. Wir kommen jetzt gleich zu einer meiner Lieblings... Mission in diesem Spiel. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir einmal an. Hast du diesen Toad gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit von Post und Brief vor sich hin. Ja, wir haben auch den Postboten-Toad. Ja, wir haben den Postboten-Toad. Geh mal rüber und sprich ihn an, dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Was wollte ich gerade sagen? Eine meiner Lieblingsgalaxien, weil ich das Gameplay-Element sehr mag. Und die Musik. Muss ich vielleicht noch dazu sagen, für die Leute, die nicht wissen, dass ich den Soundtrack von diesem Spiel ein bisschen gerne mag. Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nun ein Brieftoad. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Alle Briefe sind für dich, denn nur Prinzessin Peach schreibt Briefe und nur an dich. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, diesem Brief liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Die, egal wie sehr sie doch in Gefangenschaft und egal wie sehr sie unter Schloss und Riegel steht, immer noch Briefe schreiben kann. Diesen Brief lag ein Wanderpilz bei. Schnüff, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich wie rührend. Also dann bis zum nächsten Mal. So, der Postboten-Toad wird uns jetzt von Zeit zu Zeit immer mal Briefe von Prinzessin Peach geben, in denen die uns Wanderpilze schenkt. Und ich habe ja die Vermutung, dass die einfach mal so pauschal so ein paar Briefe mit, so ein paar Briefe hinterlegen lässt und, den Toad sagt, wann immer sie mal wieder von Bowser entführt wird, sollen sie Mario einfach die Briefe weitergeben. Damit es so wirkt, als würde sie in Gefangenschaft Briefe schreiben können. Und damit Mario immer schön mit Wanderpilzen versorgt wird. So. Huch! Ach ja, Luba hat die Sternkarte verändert. Dies ist die Weltenkarte. Dank der Kraft der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du soweit bist, Steuermann. Wenn das Raumschiff Mario durch die Zeit reisen kann, dann soll es einfach in die Zeit reisen, bevor Bowser Peach entführt hat. Und ich sehe gerade, wir können jetzt auch die geheimen Sterne sehen. Sie werden jetzt angezeigt. Ja gut, hier natürlich nicht, weil da waren wir ja noch nicht. Holen wir uns das hier noch schnell, bevor wir uns hier den Secret-Stern holen. Und das hier ist sie. Das ist, ich kann sie aber kurz zeigen. Die Riesenwasserfall-Galaxie. Ich mag die sehr gerne. Hat einen guten Soundtrack und ein echt lustiges Gameplay-Element. Aber wir holen uns natürlich erst den Secret-Stern hier. Deshalb erstmal zurück ins Geheimnis des Bilderrätsels. Das können wir uns alles sparen und diesmal möchte ich möglichst alle Münzen einsammeln. Alle Münzen einsammeln. Das sind Sternteile. Waren hier Münzen drin? Hier waren auch Sternteile drin, oder? Ja. Das bringt mir leider nichts, weil die interessieren den Loma nicht. So, gucken wir mal hier unten, aber hier ist auch nichts. Und hier, meine ich, waren aber auch Sternteile. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen das Musikding einfach nur schaffen. Das sollte Münzen geben. Das heißt, wir schalten diesmal gleich alle Wiggler aus. Damit die jetzt nicht gleich wieder im Weg sind. Wiggler! Ihr seid echt nur da, um mir hier im Weg rumzustehen. Södala. Aktivieren wir soweit schon mal die anderen Schalter. Denn einer von denen hat ja auch noch Münzen gegeben. Der war's nicht. Okay, dann machen wir erst das Musikding.
I'm ready and go. Und es hat nur One-Up-Pilze gebracht. Aber hey, wir haben mal wieder gute alte Super Mario World Musik gehört. Ha, schön. Und hier haben wir 4, 5 Münzen, okay. 5 Münzen sind 5 Münzen. Oh, ich weiß, worauf das rausläuft. Das heißt, ich kriege die nötigen Münzen von denen nur zusammen, wenn ich mich bei dem Münzspiel da unten gut anstelle. Oh Gott, der arme Münzlummer. Das könnte gut sein, dass das jetzt nicht gleich sofort funktioniert. Aber ich hoffe mein Bestes. Aua. Das tat weh. Blöde Kreissäge. Gut. Ich weiß, dass es hier für eine gute Route gibt. Und ich kenne die auch. Und ich versuche jetzt einfach mal, die umzusetzen. Und die setze ich nicht um, indem ich Münzen liegen lasse. Jetzt bin ich eh schon völlig falsch gelaufen. Aber okay. Das kann alles noch funktionieren. Aber nicht, wenn ich immer mehr Münzen liegen lasse. Wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Hey, wir schaffen das echt noch. So geht's auch. Okay, 62. Wir sind nah dran. Du warst nah dran. Ah. Ja, wir dürfen es schaffen. In dem Baumstamm sind hoffentlich auch nochmal Münzen. Das ist nicht gut. Okay, das ist echt knapp bemessen. So, jetzt hier alle Münzen erwischen, dann schaffen wir es. Nein, Mario, bitte schnell die Münzen, die spawnen. Doch, wir haben es geschafft. Wir hätten im Endeffekt nur 2 Münzen gut machen können. Wenn wir den, Octorok, nicht Octorok, angesprungen hätten. Das ist sehr knapp bemessen, okay. Aber wir haben es geschafft. So, der Münzlummer verwandelt sich. So wie der vormalige auch. Und, oh, ein neuer Planet wurde geboren. Und das ist ein besonderer Planet. Denn wir haben hier einen Safe Point. Nein! Nein, oh Gott! Warum mache ich den Hechtsprung? Er ist nicht nötig und er ist gefährlich, wie ich gerade feststellen musste wieder. So. Das hier gab es so ähnlich auch schon in Super Mario Galaxy 1, denn hier gibt es einen Boss. Wir treffen hier auf einen der Bosse aus Super Mario Galaxy 1. Nämlich diesen, ich glaube es ist ein Mistkäfer. So, den wir zerstampfen wollen, woraufhin er sauer wird und anfängt zu fliegen. Und wenn der anfängt zu fliegen, dann bedeutet das aus irgendeinem Grund, dass er Bomben kackt. Ich weiß nicht, warum es das bedeutet, aber das bedeutet es. Wenn er sauer wird, fängt er an zu fliegen und kackt Bomben. So, ich glaube, ich möchte... Nein, er dreht um! Nee, wir schaffen das. Rums! Bums aus die Maus. Und wir kriegen noch einen Versuch. Und jetzt wird er richtig sauer, denn jetzt fängt er an, sich in der Luft zu drehen. Und wir können ihn natürlich nur zerstampfen, wenn wir auf seinen Rücken springen und nicht, wenn wir auf seinen Bauch hüpfen. Ich sag natürlich, als würde es Sinn ergeben. Das tut es im Endeffekt nicht. Weil wir ihn so oder so aus der Luft holen sollten. Aber hey, it's Mario Logic, so don't question it. Hey, komm wieder her. Komm wieder her. Kommst du gefälligst wieder her? Meine Wolke löst sich gleich auf. Dann halt so. Ich kann keinen Stampfangriff machen, wenn ich in den Hechtsprung bin. Okay. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Dann hechtspringen wir jetzt einfach mal auf ihn zu. Mit etwas Glück wird er sich jetzt nicht wegdrehen. Und wir haben ihn. Das war der Skilljump. Und das ist der Powerstern. Eine neue Mission wurde geschafft. Ein neuer Powerstern wurde ergattert. Und ein neuer Part wendet sich seinem Ende zu.
Wir haben wieder viel geschafft in diesem Part. Ich finde es schön, dass wir jetzt, nachdem sie am Anfang sehr ruhig losging, doch einige Sterne pro Part schaffen. Ich hatte schon Angst, dass es recht schleichend dahin geht, aber wir kommen gut voran. Und das gefällt mir sehr. So, die ganzen Statistiken, das ganze Gespeicher hinter uns gebracht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, seid unbedingt auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir eine meiner Lieblingsgalaxien in diesem Spiel betreten. Und ich hier ein bisschen den Seitwärtssprung übe. Hey, das klappt gerade gut. Okay, dann würde ich sagen, war's das für diesen Part. Und ich sage, Tschüssikowski, euer Pagu.